Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Eine Welle der Begeisterung und zugleich eine wirtschaftliche Erfolgsstory. Das Turnier von 2006 gibt den Anstoß für ein ambitioniertes Projekt des DFB. Ein Fußballmuseum, eine packende Erlebniswelt, ein Ballfahrtsort für die ganze Nation. 14 Städte werden vom DFB eingeladen, sich als Standort für das Fußballmuseum zu bewerben. Ein starkes Feld, knappe Entscheidungen und schließlich ein Revierderby als Finale. Jetzt stehen wir vor der Entscheidung. Die Entscheidung fällt auf einem außerordentlichen DFB-Bundestag in Düsseldorf. Deutsches Fußballmuseum, Dortmund oder Gelsenkirchen, geheim abzustimmen. Das nationale deutsche Fußballmuseum wird entstehen in Dortmund. Der DFB und die Stadt Dortmund gründen zusammen die gemeinnützige Stiftung DFB Fußballmuseum. Und bald kommt auch das erste Highlight-Exponat, der Endspielball vom Wunder von Bern. Besondere Andenken sind ein Teil des Museums. Fußball ist aber kein Vitrinensport, sondern wird in der Ausstellung interaktiv und lebendig erfahrbar. Sie rennen Badelatschen hinter Glas, quasi in Isolationshaft genommen in der Vitrine. Das war gestern. Wir wollen 2014 ein sehr multimediales und ein sehr interaktives Konzept umsetzen. Das ist unser großes Ziel. Eine anspruchsvolle Vorlage, die schließlich Triad Berlin mit ihrem Konzept verwandeln kann. Als Gewinner der internationalen Ausschreibung erhält die Berliner Agentur den Zuschlag für die Gestaltung des Museums. Wir haben die einmalige Chance, gemeinsam mit dem DFB ein völlig neuartiges Haus zu entwickeln, ein Museum 2.0. Die Besucher werden auf verschiedene Art und Weise fasziniert sein davon. Sie werden mit Objekten, aber auch mit Filmen, sie werden mit großen Inszenierungen im Raum, mit unterschiedlichen, sagen wir mal, Überraschungen digitaler, interaktiver Art es zu tun haben. Ein solches Konzept unter Nutzung dieser ganzen audiovisuellen Möglichkeiten, die mittlerweile da sind, das gibt es nicht. Und deshalb steht die Aussage, dass es ein einzigartiges Jahrhundertwerk ist. Das Ausstellungskonzept wird zur Grundlage für die Ausschreibung der Architektur. 24 Architekturbüros nehmen an dem Wettbewerb teil. Unterdessen konzipiert die Stiftung anlässlich der Fußball-WM der Frauen ihr erstes Ausstellungsprojekt. Frauen schreiben Fußballgeschichte, heißt die Ausstellung, die auf Einladung Angela Merkels im Kanzleramt entsteht. Die Stiftung DFB Fußballmuseum hat dem Bundeskanzleramt viele wunderbare Exponate zukommen lassen, Bilddokumente zur Verfügung gestellt und deshalb auch denen ganz herzlichen Dank. In Dortmund ringt unterdessen ein Preisgericht um die nächste wichtige Entscheidung für das Museum. Also wir haben ja gestern den ganzen Tag zusammengesessen, 12 Stunden praktisch, und auch eine gute Auswahl gehabt aus 24 eingereichten Entwürfen, die durchaus unterschiedlich waren. Die waren alle auf hoher Qualität. Wir haben einen sehr kompakten Entwurf, der sehr spielerisch auch das Thema Fußball in der Außenfassade aufnimmt. Ein sehr futuristischer Ansatz, der allerdings kostenmäßig sehr problematisch ist. Und dann haben wir noch einen dritten Entwurf, der auch äußerst interessant ist. Jetzt obliegt es den Nachverhandlungen, diejenigen Schwächen, die noch angesprochen worden sind, die aber überschaubar sind gegenüber der positiven Darstellung, dass die jetzt ausverhandelt werden, und dann wird man sehen, wer dann die ganz kleine Nase vorne hat. Die Entscheidung ist gefallen. HPP Architekten aus Düsseldorf erhalten den Auftrag, ihren Gebäudeentwurf zu realisieren. Sicher so stolz wie noch nie in meinem Architektenleben.
Es gibt noch keins, es wird auch kein zweites so schnell geben, wenn überhaupt. Insofern ist das die Einmaligkeit. Wir sind gut aufgehoben mit dieser Lösung, sowohl vom Baukörper her als auch vom Inhalt und schon gar mit dem Platz, den uns die Stadt Dortmund hier zur Verfügung gestellt hat. Also das erfüllt vielfältig unsere Hoffnungen und Erwartungen an dieses Fußballmuseum. Die Genehmigungsverfahren für den Museumskomplex laufen. Parallel nimmt die künftige Ausstellung immer konkretere Züge an. Mit Entwicklung der interaktiven Erlebnisstationen und mit weiteren Exponat-Highlights. Eben hat Mai aus Fürth im Zweikampf gegen Schibor sich so geschickt durchgesetzt. Halbzeit des Endspiels ging Diego vor mir wieder raus aufs Spielfeld und da habe ich die Situation erkannt, habe ihn gefragt, ob ich nach dem Spiel sein Trikot haben könnte. Da hat er dann bejaht und er hat es mir dann auch wirklich nach der 0:1 Niederlage 5 Minuten später in der Kabine gegeben. Ja, es ist ein wunderbares Exponat. Dieses Spiel 1974 hat sich ja eingebrannt in das kollektive Fußballgedächtnis. Und dafür steht als Synonym dieses Tor von Gerd Müller. Gelandet, Pin 16 Meter, auf spitzer Winkel zum Tor. Da kommt der Ball auf Müller, der dreht sich um die Einwand, schießt und Tor! Tor durch Gerd Müller! Ein weiterer Meilenstein wird gefeiert. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Gesellschaft und Kultur sind angereist, um auf dem Bauplatz gegenüber dem Dortmunder Hauptbahnhof den symbolischen ersten Spatenstich für das DFB-Fußballmuseum zu feiern. Also bei mir wächst die Vorfreude. Es ist ein faszinierendes Projekt und mit jedem Schritt, wo man näher an die Realisierung kommt, ja, da ist fast immer so ein Stück Gänsehaut auch da. Natürlich habe ich einen Keller voll Dinger, die ins Museum kommen. Und hier dann in der Sportstadt Dortmund das Museum zu haben, ist Gott sei Dank auch nicht so weit weg von Hamburg, ist wunderbar. Die Bauarbeiten gegenüber dem Dortmunder Hauptbahnhof sind im vollen Gange. 17 Planerbüros aus unterschiedlichsten Disziplinen arbeiten an der Realisierung dieses außergewöhnlichen Vorhabens. Im Herzen von Dortmund entsteht ein einzigartiger Ort, der den Mythos des Sports in seiner ganzen Vielfalt lebendig macht. Voller Begeisterung und Leidenschaft.